Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in 7-3. Herzlich willkommen bei Abonacho. Warum bin ich denn jetzt schon drin? Ist ja gerade mal 4:30. Ganz einfach, weil ich euch was zeigen wollte. Ich habe nämlich eben durch Zufall was gesehen. Ich hatte euch ja gesagt, ich wollte wegen dem Minen mal was gucken. Da brennt übrigens jetzt Wasser. Und dort hatten 10 Antibiotika gebrannt. Also hatte ich schon recht, da haben noch ein paar gebrannt. Ich habe mir jetzt erstmal gelbes Werkzeug hergestellt, wie ihr seht. Weil ich bin jetzt bei Level 20. Das hat auch soweit funktioniert. Bei einer Shoppel, da muss ich zweimal herstellen. Beim Bau sogar 3 oder 4 Mal, glaube ich. Und dann habe ich alles gelb gehabt. Ja. Level Wellness 101. Ja, kann ich mir leben. So, Wien, genau. Guckt mal hier. Ihr kriegt aus Scrap Metal und Gunpowder. Wien. Dauert 7 Sekunden, bis eine fertig ist. Habe ich eben schon mal ein paar hergestellt. Ich glaube, wir brauchen uns um ihn keine Gedanken mehr zu machen. Deswegen habe ich mir auch noch ein bisschen Scrap Iron hergestellt. Weil hier hatte ich ja noch was drin und da hinten brennt noch ein bisschen. Und deswegen, ach so, ja, deswegen war mir das egal. Ja, dann habe ich mir die noch hergestellt und davon 41 Stück. Das sollte wohl erstmal reichen. Ich glaube, die nächste Horde kann kommen. Da sollten wir keine Probleme mit den mit der Polizei kriegen. Denen sagen wir einfach mal ganz nett mit einem lauten Knall Hallo, dann freuen sie sich. Ja, und warum habe ich das hier drin? Das werde ich, so viel werde ich nicht brauchen. Aber da hinten hat ja noch ein bisschen was. Hey, 60 Minuten sollte das brennen. Hallo? Das können aber keine 60 Minuten her sein. Na gut. Ja, hier packt noch ein bisschen Wasser. Das habe ich jetzt mal insofern abgezählt, als, da ist es, als dass ich hier jetzt noch 2x15 drin habe. Und dann sammle ich erst einfach mal erstmal leere Gläser. Ich habe jetzt auch den Tee so weit weggetrunken, dass ich halt jetzt hier noch einen Stack Tee drin habe und hier unten einen habe. Alles weggesoffen. Ich habe neu angepflanzt da hinten, habe geerntet und mehr habe ich nicht gemacht eigentlich. Also wieder viel Kleinkram, was ich da gemacht habe. Nichts Interessantes. Und ich habe mal gedacht, jetzt gehen wir erstmal, also zunächst einmal ein bisschen schaufeln. Warum? Weil da hinten müssen noch Löcher gestopft werden und wir werden in der nächsten Nachthorde einige Löcher hier produzieren. Wir können nachts, können wir sie nicht bekämpfen. Obwohl, wir könnten einfach mal so Spaß haben, ein paar Minen auslegen. Nur einfach so. Das bringt im Endeffekt nichts. Die werden halt unten wieder reingehen, werden unten wieder alles kaputt kloppen, werden wieder ihren Spaß haben. Ich könnte aber dafür sorgen, dass sie nicht... Ja, das könnte ich allerdings tun. Dass die halt hier nicht reinkommen. Also, dass die halt ganz unten bleiben. Dass nicht, dass die mir doch nochmal das Klo da hinten kaputt kloppen. Die haben ja so einiges weggemacht. Ich glaube, das machen wir auch mal. Fangen wir da unten an. Oh ja, die Axt, die ist doch schon sehr viel besser. Sehr viel besser. Na toll, dann haben die ja immer noch eine Treppe. Das ist ja doof. Gut, dann machen wir es auf die ganz radikale. Okay. Also die gelbe Axt, die ist schon mal sehr viel besser. Aber mit der gelben Pickaxe dauert das dann doch immer noch so recht lang. Würde ich mal so sagen. Na komm, mach kaputt. Dauert mir jetzt schon zu lang. Alter Schwede. Ja, dauert ja wirklich. Aber dann können wir eigentlich auch da ganz hinten, ganz unten die Treppen noch wegmachen. Ach ne. Ach, guck mal an. Können wir aber brauchen. Das Ding. Machen wir den jetzt auch noch weg. Können wir ja brauchen. Ich weiß noch nicht wofür. Doch, ich habe eine dusselige Idee. Ich mag ja dusselige Ideen. Ich habe eine. So. Das bringt auf jeden Fall schon mal was. Komm, repariere ich mal gleich wieder. Wunderbar. Und komm, wir haben Spaß. Wir machen das jetzt so und so. Und geht. Okay. So. Und das machen wir gleich mit weg. Passt. Nicht runter.
Bauweg machen, können wir Bauweg machen. So, sollte gehen. Sollten sie jetzt so nicht mehr hochkommen. Aber ich sollte so noch runterkommen. Und dann ist gut. Sollte doch, oder? Naja, eigentlich kommen sie da schon nicht mehr hoch. Können sie das wegprügeln und dann können sie da hinten hingehen. Ist mir egal. Hauptsache, die machen mir hier nicht mein Klo kaputt. Das brauche ich noch. Ich habe ja noch keine Wasserquelle. Irgendwo war ja auch ein See in der Nähe. Aber ich weiß gerade nicht wo. Was gehört da hinten rein, du Nase? Bitteschön. So, jetzt gehen wir aber erstmal rüber. Und werden mal kurz das Feuer wieder anschmeißen. So, was habe ich denn jetzt hier unten Wichtiges nicht drin? Gar nichts. Da könnten wir auch noch ein bisschen Holz, ja. Das könnten wir wohl noch machen. Also du kannst auch mal wieder dorthin. Machen wir aus dem jetzt hier direkt wieder Woodframes. Da gehen mittlerweile auch deutlich mehr aufeinander gesteckt. Wo sind sie denn? Da. Geht. Wunderbar. Und dann können wir jetzt mal gucken. Wo schaufeln wir denn? Am besten hinten im Grasland. Ne? So schön eine Reihe weg. Wegschaufeln und gut ist. Da ist doch einer drin. Hört sich zumindest so an. Nee. Ich habe keine Lust auf Beeren. So, dann gehen wir mal einmal nach oben und gucken mal, was die Schmiede. Seht ihr, was ich total vergessen hatte, euch zu zeigen, war die ganzen Mining-Helden, die ich mittlerweile habe. Ich muss ja jetzt sowieso nochmal hoch. Obwohl, kann ich auch gleich machen, wenn ich ausgeschaufelt habe. So. Da gehen jetzt ja auch eine Menge aufeinander. 125 Stücke. Braucht man sich keine 10 Tonnen, 10.000 Kisten aufstellen. Das ist natürlich ganz praktisch. Zu den Änderungen, die jetzt da in 7 Days geplant haben, habe ich auch mal was zugeschrieben. Halt, ich finde es halt nicht gut, weil dann wäre das in Minecraft verarme. Meiner Meinung nach. Es soll schon schwierig sein. Und jetzt mit der 12.1, 12.3 aktuell ja. Aber mit der 12.1, was wir da hatten, da war das dann wieder so weit in Ordnung. Das, was sie halt machen können, ist Optimierung. Und halt gucken, dass die, ja, dass man nicht 10.000 Sachen für, um einmal eine Shotgun und Shotgun-Munition herzustellen, machen kann. Da kann man Optimierung betreiben. Aber dass man jetzt quasi am ersten Tag das Spiel beendet hat, weil man hat schon alles, ist oder wäre meiner Meinung nach, Bob, lass mich in Ruhe, wäre meiner Meinung nach pure Langeweile. Wie ihr seht, ich habe hier noch ein bisschen angepflanzt, da die Kartoffeln und dort die Blaubeeren, was man halt so rausgekriegt hat aus dem, was man angepflanzt hatte. So, Tee nehmen wir immer mit, wenn man sehen. Und Steine auch. So, nee, da brauche ich jetzt die Schaufel. Mal gucken, wie die gelbe ist. Die orange, die hat ja ein bisschen gebraucht. Und gucken wir jetzt einfach mal hier. Wir werden ja sowieso für verschiedene Sachen ein... Ups, so tief wollte ich nicht. Das reicht doch in der Höhe. Der geht immer zu tief hier, der blöde Hund. Naja, was machst du? So, geht doch. So zwei Stacks oder so sollte wohl ausreichen. Ach ja. Hätte ich drauf kommen können. Naja, aber ich habe nichts außer einen Alkohol und der ist für andere Sachen eigentlich wichtiger. Wenn ich denn den Kram, den ich dafür brauche, auch mal finde. Aber da haben wir noch Möglichkeiten, den Straßen noch ein bisschen. Okay, den Straßen einfach noch ein bisschen. Also hier die Straße zu folgen und irgendwo hier hinten, genau, hier der Straße zu folgen. Da finden wir bestimmt noch ein Städtchen. Und wo ein Städtchen ist, da gibt es auch Bücher. Ich verstehe auch nicht, warum einige so Schwierigkeiten haben, ein Wortspruch zu finden. Also da stand bei dem, was unter dem Blog beistand, da würden die Leute sich nach einem Wortspruch durchsuchen. Okay. Es hat ja auch bei mir ein bisschen gedauert. Aber
ich meine, wie ich hier in der Stadt drin war, habe ich gleich mal 2, 3 Stück gewonnen. Ja, und ich spiele auf 25% Loot. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn jemand höher spielt, dass der keinen Fortschritt findet. Ja? Also irgendwo wird bestimmt an sein. Und ansonsten, als Alternative gibt es ja immer noch die Grünbiome, wo mit Sicherheit, da führt nicht immer ein Weg dazu hin, das habt ihr ja am Anfang in den Mods-Folgen, glaube ich, gesehen. Aber irgendwo im Grünbiom ist definitiv so ein Haus. Und dann muss man halt auch mal ein bisschen suchen. Und nicht irgendwie in einem Umkreis von 50 Metern sagen, so, jetzt habe ich hier alles durchgeguckt und nichts gefunden, das Spiel ist scheiße. Das geht nicht. Finde ich zumindest. Aber das ist halt meine persönliche Meinung zu dem Thema. Klar, bei der 12 habe ich auch richtig geschimpft. Da hat mich auch einiges geärgert. Zudem war ja nicht so doll mein Tag. Aber es gibt halt einen Unterschied. Schwesterchen, was hast du ein Schönes dabei? Zeig mal, ja. Hey, das will ich nicht noch mal hören. Außerdem bin nicht ich für die Blutung zuständig. So, will ich dir mal gesagt haben. Dankeschön, habe ich es doch gleich wieder. Was ich jetzt nicht so schön finde, ist, dass man die nicht mehr. Aber ich kann es verstehen. Also, die hatten ja wohl geschrieben, dass das damit zusammenhängt, dass das viele missbraucht haben. Wobei, hätte man auch insofern einfach mal ändern können, dass es nicht mehr zum Levelaufstieg geeignet ist. Nee, da gehe ich nicht hin. Hier ist besser. So, Horst, ich kümmere mich gleich um dich. Na gut, dann komm halt her. Darf ich den Stein? Danke. So. Papier kann ich auch immer brauchen. So ist er nicht. Na, das geht aber besser. Wieso immer die Schulter? Dann machst du halt wieder so. Dann geht's auch wieder. Fertig. Und jetzt fall gefälligst um. Wie ist nicht? Ist doch. Hast du jetzt davon? So, kann ich auch immer brauchen. Hau weg. Ja, so macht das schon wieder Spaß. Und das können wir mal essen. Der hat immer noch Hunger. Dann ist halt auch das. Dann kann ich auch das machen. Und dann bin ich doch schon wieder beruhigt. So, kann ich jetzt weitermachen oder kommt da noch irgend so ein Depp? Nicht. Gut. Kann ich ja weitermachen. Mädel, ich würde ganz gerne einfach mal was tun. Hey, da warst du noch nicht nah genug. Nee. Hast du davon. Edge Badge. Oh, der. Lass das. Gelaunt. Wie kommt ihr denn da hoch? Da ging es doch ziemlich steil runter, nicht wahr? Wenn ich nicht irre. Komm her. So. Für dich ging es jetzt auf jeden Fall mal ziemlich steil runter. So, und jetzt lasst mich arbeiten. Ich habe noch was zu tun. Ich kann mich ja nicht um jedes Kleinkind hier kümmern. So. Obwohl, das ist eigentlich eine Beleidigung für die kleinen Kinder. Na nö. Aha. Okay. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Pass mal auf, Kollege. Wenn du mir hier einfach so... Und hör auf, mich zu hauen. Jetzt darf ich meinen Helm wieder reparieren. Machen wir mal vorsichtshalber. Ja, besser ist das, dachte ich mir nämlich. So, muss man halt darauf achten jetzt mittlerweile. Das muss man echt den Hinterkopf behalten. Das ist nicht mehr so schön. Aber wenn man das dann hat, ich meine gut, die fliegen hier ja auch rum. Das kann ich eigentlich wegschmeißen. Die fliegen hier auch rum ohne Ende. Also
von daher nicht das wirkliche Problem. Trotz alledem muss ja nicht sein, dass man die dann verliert. So. Sowas könnte zum Problem werden. Habe ich auch schon mal gehabt. So, mache ich den ganzen Kram. Können wir brauchen. Naja, ist ja gut. Ich weiß. Sowas zum Beispiel. Sowas könnten sie mal optimieren, dass man auch das kaputt macht, was man kaputt machen will. Und nicht irgendwie das Spiel zum Kinderspiel machen. Das wäre echt mal schade. Ich weiß auch nicht, ob ich dann wirklich noch Lust hätte zu spielen. Ich meine, wenn man am ersten Tag keine Probleme schon mehr hat, ja, man geht quasi ins Spiel und man kann sich alles machen. Dazu kommt ja, dass das ganze Sekundärmaterial dann abgeschafft werden soll. Was soll man denn dann noch machen im Spiel? Mal ganz ehrlich. Nur noch Zombies verprügeln macht ja auch keinen Spaß. Ich meine, die Herausforderung besteht ja darum, sich den Kram zusammenzusammeln, den man hat. Und wenn man so wie ich hier zum Beispiel kein First Aid Kit hat, gut. Hatten wir früher auch nicht. Da muss man sich halt wieder diese Bandagen, die hier, muss man sich dann halt wieder fertig machen. Dann geht es halt nicht mal eben auf Null runterfahren und mit einem First Aid Kit wieder nach oben fahren. Sondern dann heißt es halt wieder ein bisschen mehr aufpassen. Wäre ja auch nicht. Oh, die gehen auch höher. Das ist ja gut. Ist ja eigentlich auch nicht so das wirkliche Problem, oder was meint ihr? Ich weiß, ich repariere jetzt viel, aber das mache ich halt, damit ich ein bisschen Stamina habe. Na gut, einen kann ich mal trinken. So, bitteschön. Was sie gut geändert haben, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt so spürbar gemerkt habt, aber ich finde, das Werkzeug wieder zu wechseln geht deutlich schneller. Und das finde ich eine gute Änderung. Alles andere, was die jetzt vorhaben. Nee. Dann wird das irgendwie zum Minecraft für Arme. Finde ich da nicht mehr so dolle. Oder ein zweites Rust, wie der eine Kollege darunter schrieb. Ja gut, wenn ich Rust spielen will, dann spiele ich Rust. Und kein Seven Days to Die. Ist doch so, oder nicht? Nee, das muss schon so bleiben, wie es ist, klar. Wie gesagt, also die Änderungen, die sie jetzt durch die Slug-Modition und so weiter reingebracht haben, da könnten sie einfach mal sagen, okay, wenn ihr ein Buch gefunden habt, was mit der Shotgun zu tun hat, dann könnt ihr auch alles, was mit der Shotgun zu tun hat. Fertig. Ja, und das gleiche halt bei Riffel und Co. Aber jetzt gleich am Anfang quasi alles zu können und nichts mehr zu brauchen, ist ja langweilig. Oder? Was sagt ihr? Ja, mach doch einfach. Lad dich mal auf, Kollege. Du brauchst immer so lange zum Aufladen. 113, naja, so viel ist das nicht. Das hört sich nur viel an. Da ist ein Nest. Ach so, auf dem Rückweg habe ich auch noch so zwei, drei Nester gefunden. Das war natürlich auch nicht mal so übel. Sag mal, Petra, wenn ich dich jetzt einfach mal so als Zielscheibe nutze. Mal gucken. Petra, Kopf hoch. Na komm. Oh, oh. Oh ja. Leg dich da mal nicht so breitbeinig hin. Was sollen denn unsere jüngeren Zuschauer davon halten? Geht ja gar nicht. So. Ich habe mir auch gedacht, ich lasse einfach mal, wenn die Zombies sterben, lasse ich das da einfach mal liegen. Dann können sich die Löcher quasi selber wieder auffüllen. Also dort, wo halt Löcher sind. Ist ja ganz praktisch, weil nach der Zeit wird das ja zur Erde. Und dann finde ich das schon mal ganz praktisch. Ja. Ist
gesagt nicht bescheuert, jetzt haben wir bei 20 Minuten damit verbracht. Hier zu schaufeln, merke ich gerade. War langweilig, oder? Jo. Tja, was machen wir jetzt am 20. Tag? Wir haben also von Tag 21 auf 22 müssen. Oder war es von 13 auf 14 oder war es von 14 auf 15? Ich glaube von 13 auf 14. Das heißt, wir haben noch einen halben Tag. Was machen wir mit dem halben Tag dann? Müssen wir mal googeln. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. Na gut, mein Lieben. Ich würde sagen, wir stören uns einfach mal in der nächsten Folge. Und ja, wenn es euch trotz alledem, trotzdem, dass ich hier nur quasi geschaufelt habe, gefallen hat, dann lasst mir doch einfach mal einen Daumen hoch da, teilt es auf euren Social Media, das würde mich natürlich sehr freuen. Und wir stören uns in der nächsten Folge. Also, bis dahin, bye bye.